Moin Leute, hier ist wieder Patrick von Pointer. Wer mich schon länger auf diesem Kanal verfolgt und auch mein Xletics-Video und mein Hochauslauf-Video gesehen hat, der kann sich wahrscheinlich schon denken, dass ich sehr gerne außergewöhnliche Sportarten ausprobiere. Und genau aus diesem Grund möchte ich euch heute mal drei Sportarten vorstellen, die ihr vielleicht noch nicht kennt, aber unbedingt mal ausprobieren solltet. Erst recht, wenn es jetzt gerade wärmer wird. Und ja, das sind Sportarten, die sich super für den Sommer eignen. Also, los geht's. Die erste Trendsportart, die ich euch vorstellen möchte, nennt sich Disc Golf. Und wie der Name schon verrät, hat es ein bisschen was mit Golf zu tun. Aber hier wird jetzt nicht versucht, einen kleinen Golfball in irgendein Loch zu befördern, sondern man hat eine Frisbee-Scheibe, mit der man in spezielle Körbe werfen muss. Ansonsten ist das Spielprinzip genau das gleiche. Man versucht mit möglichst wenig Würfen die Frisbee-Scheibe in den Korb zu befördern und das über maximal 18 Bahnen lang. Und so eine Bahn kann dann schon mal über hunderte Meter gehen. Deswegen ist so eine Discgolf-Anlage extrem groß und es gibt aktuell um die 70 Discgolf-Anlagen in ganz Deutschland verteilt und die findet sich dann meistens in großen Parkanlagen wieder. Das Schöne an dem Sport ist, dass ihr direkt einsteigen könnt, ohne jemals gespielt zu haben, denn die Discgolf-Anlagen sind frei zugänglich und ihr braucht also nur eine Frisbee-Scheibe und könnt sofort loslegen. Die Discgolf-Scheiben sind ein bisschen anders als die Frisbee-Scheiben, die ihr vielleicht am Strand benutzt. Und auch unter den Discgolf-Scheiben gibt es Unterschiede, denn manche Discgolf-Scheiben sind für kürzere Distanzen gedacht, andere dann wieder für längere Distanzen und so weiter. Aber falls ihr gerade anfangt und nicht direkt einen Bahnrekord aufstellen wollt, ist es eigentlich völlig egal, welche Discgolf-Scheibe ihr benutzt. Und ihr könnt euch die Discgolf-Scheibe entweder selbst kaufen, die kosten dann so zwischen 10 und 20 Euro, oder ihr leiht sie euch aus, dann seid ihr natürlich noch kostengünstiger. Jetzt, wo es draußen wieder wärmer wird, bietet es sich natürlich auch mal an, eine Wassersportart auszuprobieren. Und mir fallen dann immer sofort solche Sachen wie Surfen oder Kitesurfen oder solche Sachen ein. Das Problem dabei ist aber, dass es sehr viel Übung braucht, bis man das einmal drauf hat. Und dann ist es natürlich auch sehr ortsabhängig, also das kann man meistens nur am Meer machen. Und dann ist es natürlich auch abhängig von der Windstärke bzw. vom Wellengang. Eine tolle Alternative dazu ist das Stand-Up-Paddling. Da steht ihr dann mit einem Paddel auf einem Brett, das starke Ähnlichkeit zu einem Surfbrett hat. Und dann könnt ihr euch auf jedem Gewässer frei fortbewegen. Ich habe das zwar selbst noch nie ausprobiert, aber wenn ich in Hamburg zum Beispiel an der Alster bin, sehe ich dann immer ganz viele Leute, die auf ihren Brettern stehen mit ihrem Paddel in der Hand. Und da werde ich mal ein bisschen neidisch, weil das extrem entspannt aussieht. Vor allem, wenn dann schönes Wetter draußen ist, macht das, glaube ich, richtig viel Spaß. Es ist und bleibt aber immer noch ein Sport und es wird auch dem Namen gerecht. Denn man muss sich ja die ganze Zeit ausbalancieren und das geht dann echt krass auf die Rumpfmuskulatur. Es ist also Spaß und Fitness zugleich. Das Equipment dazu kann man sich dann natürlich an entsprechenden Stellen ausleihen. Und es gibt auch Anfängerkurse dazu, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob man die unbedingt braucht. Denn die Kurse sind nicht ganz billig und ja, von Freunden habe ich auch gehört, dass man die Grundtechniken super schnell drauf hat. Man kann sich das alles also auch selbst aneignen. Ich habe mir auf jeden Fall für diesen Sommer fest vorgenommen, das mal auszuprobieren. Und vielleicht habt ihr auch mal Lust, das auszutesten. Die letzte Sportart, die ich euch heute vorstellen möchte, ist einerseits entspannend, aber gleichzeitig herausfordernd, denn es geht um das Slacklining. Und beim Slacklining hat man solch ein Band hier, das man dann zwischen zwei Bäumen aufspannt und dann versucht, darauf zu balancieren. Das sieht zwar auf den ersten Blick extrem schwer aus, sich da auf der Leine zu halten, aber wenn man die zwei goldenen Regeln des Slacklining befolgt, dann stellen sich auch ganz schnell Erfolge ein. Regel Nummer 1, schaue niemals nach unten, sondern immer in die Richtung, wo du hinlaufen möchtest. Am besten nimmt man sich an dem Baum, dem man entgegenläuft, irgendeinen Punkt, den man anfixieren kann. Regel Nummer 2, benutze alles, was du hast, um dein Gleichgewicht auszubalancieren. Das heißt, Arme schön nach oben halten, dann hat man mehr Balancekontrolle. Und auch das zweite Bein, das man nicht auf der Leine hat, man hat immer nur ein Bein auf der Leine, das auch zum Ausbalancieren benutzen. Mit diesen beiden Regeln habe ich es dann nach einer halben Stunde geschafft, meine ersten sicheren Schritte zu machen und dann vielleicht nochmal eine halbe Stunde, um eine ganze 5 Meter allein zu laufen. Also Erfolge stellen sich dann doch relativ zeitnah ein, also verliert bloß nicht den Mut. Wenn man dann erstmal die ersten Schritte geschafft hat, kann man natürlich dann auf verschiedene Weisen die Schwierigkeit erhöhen. Man kann dann zum Beispiel ja, längere Distanzen laufen oder die Leine ein bisschen lockerer spannen oder die ersten Tricks probieren, sich zum Beispiel auf der Leine drehen oder sich hinsetzen und so weiter. Oder einfach andere Sportarten mit kombinieren und zum Beispiel auf der Slackline jonglieren. Der Kreativität sind hier also keine Grenzen gesetzt und deswegen macht das Slacklining auch so Spaß.
Natürlich kann man das Slackline aktiv trainieren, aber meiner Meinung nach ist das auch ein schöner Nebenbeisport, denn man kann die Slackline auch einfach mal mitnehmen, wenn man draußen im Park grillen will oder ans Meer fährt und am Strand ist. Da kann man einfach mal die Line aufspannen und das dann nebenbei machen, wenn man gerade nichts Besseres zu tun hat. Und dann ist es auch immer eine schöne Abwechslung. Vor allem in der Gruppe ist das immer ganz cool. Das waren mal drei Sportarten, die ihr vielleicht vorher noch nicht kanntet und jetzt aber kennt. Und ich hoffe, ich habe euer Interesse wecken können. Und ja, es würde mich freuen, wenn ihr das mal ausprobiert. Hier seht ihr jetzt noch zwei Videos, die es sich anzusehen lohnt. Und dann würde ich sagen, ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Wenn man sich dann bei Ihnen bewirbt, welche Fähigkeiten oder Qualitäten sind Ihnen dann bei den Bewerbern besonders wichtig? Also ein gewisses Interesse, nicht nur fürs rechtliche, sondern auch für wirtschaftliche Zusammenhänge, sind bei einer multidisziplinären Kanzlei wie uns sicherlich von Vorteil. Tipp 2. Es gibt mittlerweile ganz viele Seiten und Apps, die euch helfen können, neue Leute kennenzulernen.